Eigentlich steht wegen des Tanzverbots an Karfreitag keine Live-Ausgabe der RTL-Tanzshow Let's Dance an, was den Tanzpromis und ihren Profis traditionell ein paar freie Tage beschert. Zweimal wurde diese Woche noch trainiert, dann ging es für alle in die Osterpause. Zumindest für fast alle, denn wie Tanzprofi Valentin Lusin auf seinem Instagram-Account zeigte, gilt für ihn und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen eine Ausnahme. Auf seinem Account teilte er ein paar Clips, die die beiden bei einer kleinen Trainingspause zeigen. Wir haben aufgrund der kleinen Situation, die uns so ereilt hat, unsere Ostertrainingstage ein bisschen verschoben. Das heißt, heute ist für uns Woche 5, erster Trainingstag, erklärte er. Mit der kleinen Situation meint er die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes von ihm und Ehefrau Renata Lusin. Neben der großen Freude in der gesamten Let's Dance-Familie hatte die Baby-News auch Auswirkungen auf das Tanzpaar Lusin-Bendixen. Letztere musste in der Live-Show mit Ersatzpartner Mika Tatakin Vorlieb nehmen. Doch die beiden performten wunderbar und kamen eine Runde weiter. Nun hat wieder Valentin Lusin den Hut auf. Er und Bendixen wirken in seinen neuesten Videos bestens gelaunt und sind guter Dinge, was ihre sportliche Arbeit anbelangt. Was sie zum neuen Tanz sage, möchte er von seinem Schützling wissen. Für ihn offenbar völlig überraschend antwortete sie strahlend, ich lieb's. Und während sich viele fragen mögen, wie Renata Lusin zurechtkommt, zeigt ihr Instagram-Account, dass sie in guten Händen ist. Denn ihre Mutter kümmert sich rührend um die frisch gebackene Mama und das Enkelkind. Oma ist so glücklich, und Mama auch. Kann ruhig frühstücken, kommentierte Renata einen Clip, in dem ihre Mutter das Baby in einer Trage wiegt.